Hallo zusammen. Ziel dieses Videos ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie überfachliche Kompetenzen gefördert werden können. Dafür können unterschiedliche Unterrichtsmethoden eingesetzt werden. Es wird durch eine spezifische Unterrichtsmethode aufgezeigt, mit welcher überfachliche Kompetenzen gefördert werden können. In diesem Video wird die Methode Jigsaw vorgestellt. Jigsaw wird teilweise auch Gruppenpuzzle genannt. Warum Jigsaw? Der Lehrplan 21 verlangt einen kompetenzorientierten Unterricht, in welchem kooperatives Lernen angeregt werden soll. Jigsaw ist eine Methode des kooperativen Lernens. Die Methode Jigsaw fördert viele überfachliche Kompetenzen und kann in jedem Schulfach eingesetzt werden. Folgende Themen und Fragen sollen in diesem Video geklärt werden. Überfachliche Kompetenzen bei Jigsaw. Wie verläuft die Methode Jigsaw? Welche Teilkompetenzen werden durch Jigsaw gefördert? Konkrete Beispiele zur Anwendung der Methode Jigsaw. Mit der Unterrichtsmethode Jigsaw können folgende überfachliche Kompetenzen gefördert werden: das Selbstvertrauen, die Leistungsfreude, Reflexionsfähigkeit und Selbstständigkeit, die Kommunikationsfähigkeit und Team- und Kooperationsfähigkeit sowie das Verantwortungsbewusstsein und die Integrationsfähigkeit bzw. Toleranz. Ebenso die Problemlösefähigkeit und auch die Fähigkeit zum strukturierten und vernetzten Denken. Jigsaw ist eine Gruppenarbeit. Hierbei kann ein großes Thema in gleichwertige Unterthemen unterteilt werden, welche die Kinder selbstständig in unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen erarbeiten. Die Methode Jigsaw wird in 5 Phasen durchgeführt. Zunächst gibt es eine Einführungsphase im Plenum. Die Klasse wird über das weitere Vorgehen informiert. Pro Teilaufgabe wird eine Gruppe zugeteilt. Die Aufteilung kann zufällig, aber auch bewusst gewählt werden. Nun findet eine erste Aneignungsphase in der Stammgruppe, also Tischgruppe, statt. Die Kinder erhalten Informationen zu unterschiedlichen Unterthemen. Bei dieser Phase sollen sich die Kinder selbstständig und intensiv mit ihrer Aufgabe auseinandersetzen. So wird jedes Kind ein Experte seines Unterthemas. Hier wird bereits die methodische Teilkompetenz der Problemlösefähigkeit gefördert, denn die Kinder erkennen durch das Befassen mit der Aufgabe die Problemstellung und analysieren diese. Zudem wird die personale Kompetenz der Selbstständigkeit gefördert, denn die Kinder üben sich darin, Aufgabenstellungen selbstständig und eigenverantwortlich zu bearbeiten. Anschließend folgt die Aneignungsphase in den Expertengruppen. Die Experten eines Unterthemas oder einer gemeinsamen Aufgabenstellung treffen sich. Es folgt ein gegenseitiger Austausch, eine gemeinsame Diskussion zum Unterthema, weitere Recherchearbeiten, zusätzliche Hintergrundinformationen oder gegenseitige Unterstützung bei Unklarheiten. Das Verfestigen der Wissensaneignung und die Beseitigung offener Fragen ist das Ziel dieser wichtigen Phase. Bei dieser Phase werden einige Kompetenzen angesprochen. Die Kommunikationsfähigkeit wird gefördert, denn die Kinder müssen im Expertenteam miteinander kommunizieren, um das entsprechende Thema zu vertiefen und um Unklarheiten zu klären. Zudem wird die Team- und Kooperationsfähigkeit sowie die Integrationsfähigkeit gefördert, da die Expertengruppe als Team agieren muss, um alle Wissenslücken zum Unterthema zu beseitigen. Alle Mitglieder des Teams müssen einander als gleichwertig annehmen, verschiedene Meinungen, Ansichten und Erfahrungswerte müssen toleriert werden. Außerdem müssen die Kinder durch die immer wechselnden Bedingungen Flexibilität beweisen. Sie üben sich auch im strukturierten und vernetzten Denken, da sie die wesentlichen Zusammenhänge erkennen, eigene Lösungen vergleichen und diese übertragen müssen. Danach folgt die Vermittlungs- und Vertiefungsphase in der Stammgruppe. In dieser Phase erklären die Expertinnen und Experten nacheinander den anderen Kindern ihrer Tischgruppe ihren Themenbereich. Nach den Vorstellungen folgt eine Diskussion, in welcher gemeinsame Zusammenhänge entwickelt oder Fragen und Verständnisprobleme geklärt werden können. Auch in dieser Phase werden einige Kompetenzen angesprochen. Zum einen wird das Selbstvertrauen gestärkt, denn das Kind kommt als Expertin oder Experte eines Unterthemas oder einer Aufgabenstellung in die Stammgruppe zurück. Auch steigert es die Leistungsfreude, denn die Gruppenmitglieder erkennen, dass sie für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung voneinander abhängig sind und jedes Mitglied dazu seinen Teil beitragen kann. Auch in dieser Phase wird die Kommunikationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit sowie die Team- und Kooperationsfähigkeit und die Fähigkeit zu strukturiertem und vernetztem Denken aufgebaut. Diese Teilkompetenzen wurden bereits erklärt. Zum Abschluss dieser Unterrichtsmethode folgt die Kontrollphase zur Ergebnissicherung. Dies geschieht wiederum im Plenum. An dieser Stelle kann die Wissensvermittlung und Aneignung geprüft werden. Dies kann zum Beispiel durch ein Quiz oder durch eine Lernstandserhebung erfolgen. Hierbei sollte beachtet werden, dass zu jedem Themenbereich mindestens 2 Fragen gestellt werden. Außerdem sollte es zu jedem Themenbereich gleich viele und möglichst gleich schwere Fragen sein. Zusätzlich kann ein reflektierendes Gespräch über die Methode selbst folgen. So kann etwa herausgefunden werden, wobei die Kinder Schwierigkeiten bei dieser kooperativen Lernform hatten oder auch was ihnen dabei besonders gefallen hat.
Beim Gespräch im Plenum wird vor allem die Fähigkeit zur Reflexion gefördert, denn die Kinder lernen, sich selbst zu beobachten und sich realistisch einzuschätzen. Bei einer geführten Diskussion über die Methode können die Schwachstellen und auch Meilensteine der Kinder definiert und analysiert werden. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass nicht alle überfachlichen Kompetenzen gleich gefördert werden. Dies ist abhängig von mehreren unterschiedlichen Faktoren wie Thematik, Heterogenität, zeitlicher Aufwand und so weiter. Zudem muss erwähnt werden, dass Jigsaw sich hervorragend eignet zur Einführung neuer Lerninhalte, aber auch um die Heran- und Vorgehensweise der einzelnen Aufgaben auf einem Arbeitsblatt zu vermitteln. Dies geschieht vornehmlich autonom. Die Lehrperson fungiert als Ansprechpartner im Hintergrund. Jigsaw kann grundsätzlich in jedem Schulfach eingesetzt werden. Es folgen drei konkrete Beispiele in verschiedenen Schulfächern, wie diese Methode angewendet werden kann. Im Deutschunterricht kann Jigsaw als Einführung für die erste Wortart Nomen verwendet werden. Dies geschieht in der zweiten Klasse. Die einzelnen Gruppen erarbeiten sich durch konkrete Beispiele und Übungen die ersten wichtigen Regeln zu den Nomen. Pro Gruppe wird ein Thema erarbeitet. Die erste Gruppe die verschiedenen Artikel bzw. Begleiter. Die zweite Gruppe die Großschreibung von Nomen. Die dritte Gruppe das Nomen Lebewesen, Namen und Dinge, die angefasst werden können, sein können. Die vierte Gruppe bearbeitet, dass auch Gefühle und gedachtes Nomen sind. Im Mathematikunterricht kann beispielsweise die Vorgehensweise bei einem Arbeitsblatt mit Übungen zum Zahlenraum bis 100 durch die Methode Jigsaw erarbeitet werden. Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe auf dem Arbeitsblatt zugewiesen. So können verschiedene Aufgabentypen zu diesem Thema vorbereitet werden, wie der Zahlenstrahl, die Zahlenmauern, das kleine 1x1, eine Übung zu 100er Tafel und Ergänzungsaufgaben bis 100. Die Experten dürfen hier die Aufgabe anhand eines Beispiels erklären und vorrechnen. Jigsaw kann auch für das bildnerische Gestalten eingesetzt werden. Bei diesem Beispiel geht es um unterschiedliche Gestaltungsarten von Weihnachtskarten. Die erste Gruppe behandelt Pop-up-Karten. Die zweite Gruppe zeigt vor, wie man auf einer Karte einen Weihnachtsmann mit Bart aus Watte herstellt. In der dritten Gruppe werden Weihnachtsbäume mit Stempel aus Kartoffeln gestempelt. Die vierte Gruppe kreiert Karten mit dekorativem Klebeband. Und in der fünften Gruppe wird der Weihnachtsmann mit einem Fingerabdruck gestaltet. Jede Expertin und jeder Experte stellt eine Karte her. Mit dieser soll dann den anderen in den Stammgruppen die Vorgehensweise erläutert und gezeigt werden. Werden die einzelnen Arbeitsschritte einer Unterrichtsmethode während der Planung analysiert und sich darüber Gedanken gemacht, was die Kinder bei jeder Phase genau machen müssen, werden die überfachlichen Kompetenzen, welche gefördert werden, rasch deutlich. Dieses Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Schulklasse muss individuell beurteilt werden und entschieden werden, ob der Einsatz einer Methode sinnvoll ist. Ziel ist es generell, durch den Einsatz von passenden Unterrichtsmethoden eine möglichst hohe Unterrichtsqualität zu erreichen. Viel Spaß beim Unterrichten!